Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Die Schlagzeile von heute: Valborg spielt Mad News. Ja, mir ist leider keine bessere Schlagzeile, kein besseres Intro gerade eingefallen. Ja, wir schauen uns Mad News an. Einen weiteren Klassiker, den ich damals sehr gerne gespielt habe. Ich habe ein paar Projekte am Überlegen, was ich als nächstes machen könnte. Ein bisschen Abwechslung zu den zwei, die ich jetzt habe. Und da kommt Mad News gerade richtig. Der freundliche Chef knurrt, da sind Sie endlich, Steve. Wenn Sie den Laden nicht ruckzuck auf Touren bringen, mache ich Haifischfutter aus Ihnen. Vielen Dank. Sagen wir gleich mal, Chef, Sie sind ein Ausbeuter. Ja, Mad News. Das ist ein Spiel von Icarion. Es ist nicht von den Machern von Mad TV, es ist mehr oder weniger der inoffizielle Nachfolger. Hat mir persönlich besser gefallen, hat einen besseren Charme, finde ich. Ist Geschmackssache. Es ist noch der Tag 0, deswegen gibt es noch keine Titelblätter hier. Mad News sind wir. Bad News sind die grünen Konkurrenten hier und der blaue gehört zu Sad News. Hier sieht man unseren Kontostand, man sieht die Auflage, die Zeit und das war, glaube ich, der Einfluss auf Bea, wenn mich nichts täuscht. Das ist die nette Frau da. Hallo Liebster, sag mal, hast du bald so viel Geld verdient, dass ich mir einen dritten Erz kaufen kann? Und isst bitte morgens nicht so viel Toast, das kostet mir zu viel Strom. Okay, also sehr freundlich. Die Dame muss man trotzdem beeindrucken und ihr immer mehr Geschenke machen. Das beeindruckt sie, das gefällt ihr und so erwerben wir die Gunst von ihr. Ich erzähle vielleicht noch ein bisschen was über das Spiel und werde dann nochmal neu laden, sodass ich auch nichts verpasse vom Spiel. Das ist unser Office. Es gibt hier die Landkarte. Da sieht man, wo wir uns befinden. Wir sind in Detroit. Danke für Skype. Es gibt hier im Nordosten einige Städte, deswegen ist die Ausgangsposition hier sehr gut. Die sind alle relativ gut erreichbar, deswegen habe ich das hier gewählt. Hier kommt man zu unserer eigenen Zeitung, zeige ich auch später noch. Man kommt zur Absatzanalyse. Image, ja, also wie beliebt unsere Zeitung ist im Gegensatz zur Konkurrenz. Genau, hier war die verkaufte Auflage, hatte ich verwechselt. Und bei der Bank sieht man, wie es uns geht. Okay, soviel dazu. Hier unten, wie gesagt, unsere Titelseite. Und hier kommen dann nach und nach die Leute, die die Zeitung lesen und sagen, ja, die ist super oder mir gefällt das und das nicht. Bea hatten wir schon, beim Chef waren wir schon drinnen vorher. Also Ziel ist es einfach, das Blatt zu füllen. Die Seiten, ich glaube 6 Stück sind es, so gut wie möglich zu füllen mit guten Stories, mit News, mit Kommentaren, mit Comics, mit Rezepten, mit dem Wetter, Fotos und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch Hilfen wie PR, was dafür sorgt, dass man auch genug Geld wieder reinbekommt, sofern man die Auflagezahlen erfüllt. Sport. Händler war, glaube ich, dazu da, um Bea Geschenke zu machen, um die Gunst von Bea zu erwerben.
Fotograf, Reporter, jetzt kommen wir später noch, das sind diese Exklusiv-Stories, die man an Land ziehen kann. Es gibt News, Druck, wo gerade unser Konkurrent hin verschwunden ist. Der Japaner, mit dessen Hilfe man Konkurrenten bestechen kann. Und dann gibt es noch die Gemächer von Bad News und Sad News. Den Druck wollte ich euch noch zeigen. Da kann man definieren, wie gut die Qualität sein soll und die Auflage. Kommen wir dann auch später noch dazu. Im Moment reicht uns einmal geringe Auflage und eine schlechtere Qualität. Bei den News gibt es verschiedene Ticker, die sich nach Aktualität unterscheiden. Ticker 1, den wir im Moment haben, ist der günstigste, also der kostet nichts. Hat aber, glaube ich, eine Verzögerung von 3 Stunden. Das heißt, News müssen erstmal 3 Stunden alt sein, dass sie hier gelistet werden. Ticker 2 kann man sich kaufen um 10.000 Dollar. Ist schon ein bisschen aktueller. Ja, wir warten aber hier noch auf Ticker 1. Das Geld möchte ich nämlich ganz gern für die Vertriebskanäle verwenden am Anfang. Und später dann einen Ticker 3 oder Ticker 4 kaufen. Das sind dann die aktuellsten Kosten dementsprechend jetzt doch noch ein bisschen Kohle. Ziel ist es, wie gesagt, die beste Auflage zu haben. Besser als diese Konkurrenten hier zu sein. Das beste Blatt zu haben und Bea zu beeindrucken. Es gibt da noch ein paar Spielelemente wie den Japaner, die das Ganze beeinflussen. Dazu komme ich dann auch nochmal später. Ja, das war mal ein kurzer Overview. Ich bin schon sehr gespannt, wie es uns gehen wird. Freue mich schon aufs Projekt. Wir spielen so Schwierigkeitsgrad Mittel. Da habe ich noch keine Erfahrung. Ich bin eigentlich immer ein Leichtspieler, muss ich zugeben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mir auf Mittel geht und auf dem quasi Blind Let's Play, da ich es schon ewig lange nicht mehr gespielt habe und sicher am Anfang nicht perfekt spiele. Aber das sollte dir schon gewöhnt sein. Ja, ich hoffe trotzdem, dass ihr Fun habt und freue mich schon, wenn es gleich losgeht. Starten wir gleich einmal rein, damit wir für den nächsten Tag gut gerüstet sind. So, im Storyraum würde ich sagen, kaufen wir uns mal was, was ein Foto dabei hat und nicht so teuer ist. Na, gibt es aber gerade nicht wirklich was. 15.000 ist mir zu teuer, 12.000 eigentlich auch. Gefällt mir nicht. Rätsel, Wetter, Rezepte. Ja, schauen wir da mal rein. Oder ja, zuerst noch zu den Kommentaren. Der hat nichts, das gefällt mir auch nicht. Kein guter Start, wie ich finde. Comics. Da wenigstens was. Danger Man. 5 Folgen 6.000. 6 Folgen 5.000 von Phaser Man. Das gefällt mir besser. 10 Folgen zu 3.000. Ja, das ist gut. Das Comic leihen wir uns gleich mal aus. PR. Da wird sich der Kollege jetzt ärgern, dass wir da zuerst drinnen sind. Wir brauchen etwas, das wenig Auflage fordert. 100.000, ich weiß nicht, ob wir das schaffen gleich am Anfang. Ja, mir gefällt das ganz gut. Häufigkeit 3 Ausgaben. Und es muss am vierten Tag fertig sein. 2 Blöcke breit, 3 Blöcke hoch. Das geht sich schön aus. Tag 3, ja, das nehmen wir auch. 15.000,
Die Auflage muss man erstmal erreichen. Traue ich mich noch nicht. Ich probiere es mal mit den beiden. Comics hatten wir. Ein Kommentar gab es vorher nicht. Vielleicht jetzt. Leider nicht. Was sagt die Rezeptfrau? Hier ist besetzt. Ach, ein Mann war das. Richtig. 4 Folgen 5000, 3 Folgen 19.000. Nicht unbedingt gut. 10 Folgen zu 4000. Ja, den Harald Junke nehmen. Schauen, was der Fotograf zum Anbieten hatte. Nichts. Okay, wir finden gerade hier nichts mehr. Also ab in unser Büro. Und ab zu unserer Zeitung. Wir haben hier einen Artikel von Bea. Der wird ganz gerne gelesen. Ja, morgen erscheinende Zeitung editieren, genau das wollen wir. Kommt neben das Titelblatt. Eine Anzeige setzen wir rein. Oh, hab ich den Drucktermin verpasst oder wie? Das gefällt mir gar nicht. Von 3, ja, passt. GDS und das hier. Okay. So eine kurze Vorschau. Rezepte. Und Comic. Nein, gerade verpasst den Anzeigenschluss. Okay, um 21 Uhr ist die dritte Seite dran. Wusste ich nicht mehr. Was aber gut ist, dass wir, ich meine, wir können sie eh schlecht füllen, die ganze Seite. Was nur gut ist, ist, dass wir ein bisschen was zumindest auf der Seite haben, denn leere Seiten verkaufen sich nicht und die Seiten mit nur Anzeige drauf verkaufen sich auch nicht. Es ist im Grunde dasselbe, wie wenn man leere Blätter hätte. Gut, wir brauchen auf jeden Fall eine Titelseite, die relativ bald in Druck gehen wird. Deswegen schaue ich noch einmal zu den News. Hoffe, dass uns hier jetzt keiner reinpfuscht. Ich glaube, wie wann war das? Um 22 Uhr, glaube ich, war Druckschluss. Sorry, keine Nachrichten da. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Da müssen wir uns wirklich eine miese Story kaufen. Dass wir wenigstens ein bisschen was haben. Dass wir wenigstens was bieten können auf der Titelseite. Weil das wäre natürlich fatal, wenn wir absolut keine Titelstory hätten. Gut, was gefällt uns hier? 12.000, 10.000, das ist auch schon egal. Nehmen wir die 12.000er. Da haben wir immer ein Foto dabei und ja, können dementsprechend zumindest ein bisschen was bieten. So, ich sehe jetzt, wir sind schon wieder am Aufnahmeende, deswegen sage ich mal bis zum nächsten Part. Freue mich schon, wenn es wieder weitergeht und man sieht's.